sind die Insekten wirklich weniger geworden im Vergleich zur Vergangenheit, zu letzten Jahren? Weiß ich nicht. Allerdings, die Frage hat mich ein bisschen beschäftigt. Deshalb bin ich ins Freie gegangen und ich habe versucht, diese Insekten festzuhalten, also filmisch festzuhalten. Ich wollte mal gucken, wie viele treffe ich davon, wie viele kenne ich oder sind welche überhaupt da. Ne? Das ist das Ergebnis und ich hoffe, dass es euch auch gefällt. Vielen Dank. Tschüss. Wo sind die Insekten? Auf der Suche nach den Insekten. Unkrautfrei. Also das heißt, wissen wir, was sie bedeutet. Ne? Und die am Rande ebenso kaum Blüte oder Unkräuter, nur diese Gräser eben natürlich, ne, die gehören auch zu diesem Kornfeld. Ja, ey. Also ist eine, im Grunde genommen, ist ein biologisches totes Feld, toter Raum. Ne? Zuletzt habe ich gelesen, man müsse Insekten zählen jetzt. Also ich finde, das sind so Augenwischerei ohne Ende. Ne? Wie kann man Insekten zählen? Ne? Sag mal, Insekten zählen, was bedeutet das? Ich muss mit der Lupe so nach Insekten suchen oder was? Naja, ist doch egal. Blumen Und Insekten ist das. Aber ohne Insekten läuft ja nichts, Leute. Ja gut, okay, weiter. Wo sind die Bienen? Als erstes, ne? Die Bienen möchten sie gerne Blumen. Hey Leute, keine einzige Blume hier rundherum, keine Blaukornblumen, keine Mohnblumen, keine Margariten, nur Gräser. Unglaublich, unglaublich schlecht. So, weiter. Also ich denke, ich habe eine falsche Ecke ausgewählt. Da, da! Ein Insekt fliegt weg. Ah, leider ist zu klein. Kann nicht festhalten. Ein Insekt habe ich gesehen, eine fliegende. Da ist noch einer. Oh, guck mal an. Guck mal an. Habt ihr den gesehen? Da ist er. Doch ein Insekt. Gott sei Dank. Jetzt bin ich ein bisschen beruhigt. Ne? Ein Insekt habe ich gefunden. Ich bin ganz glücklich. Ne? Ich mache jetzt noch weiter, um auf der Suche nach mehr, nach mehr. Ich bin jetzt süchtig nach Insekten. Also ich bin jetzt am Ende des Feldes angekommen. Und ich habe letzten Endes nur ein Insekt richtig gesehen und einen wegfliegend gesehen, was möglich ist. Ich will die Bauern nicht kritisieren. Die sind wirklich, wirklich in einem Kreis ohne Ende reingeraten. Ne? Beziehungsweise ein Quadrat, die sich zum Kreis umwandeln müssen. Ne? Und das ist einfach unmöglich. Die sind allein gelassen. Blümkes und Insekt, Leute. Was habe ich heute gesagt? Da ist er. Eine Blume. Und schon findet man die Insekten. Auf der Suche nach Insekten in den Blumen. Nichts, nichts, nichts. Da ist was. Insekten zählen, Insekten retten und dies und das. Tja. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Traurig, ja gut, ich bin ein bisschen traurig, aber ich kann das nicht ändern, ne? Wie ich das ganze Elend in dieser Welt nicht ändern kann. Ich kann nur auf mich selber schauen. Komm, jetzt wieder auf. Alles gut. Ja.
Ja, ich komme ja auch nicht mit Fahrrad, ich komme auch mit dem Auto. Also, ich kann nicht nur den Finger zeigen, ich muss auf mich raus so ein bisschen die Schulter aufladen. Ne? Bye bye. Auf der Suche nach den Insekten. Also, hier ist ein anderer Ort. Hier ist eine Wiese, einfach so brach. Brachwiese sozusagen, sind ein paar Blumen da oder naja, ganz gut. Richtig zu sehen bekomme ich sie nicht da. Also wie gesagt, doch. Noch nicht eine Sekunde da an dem Mond. Oh, oh ja, oh ja. Also die Blumen sind das Geheimnis. Gräser sind einfach zum Futter da vielleicht. Ne? Die haben eure Zweck und die will ich sie nicht abstreifen, die sehen wunderschön aus. Aber für die Insekten sind sie beinahe nutzlos. Guck mal, wie schön. Ey. Blumen. Sehen wir so etwas besser aus? Ja, mein Mann sieht ja Oh, immer gut aus. oh, jo. Heute zu zweit geht weiter nach wie vor auf der Suche nach den Na, Insekten. Insekten. Man sieht in der Luft hin und wieder so der ein und die andere kleine fliegende Objekt, aber man kann jetzt nicht sagen, UFO. Das fliegende Objekt. ja, aber diese, die sind natürlich da. Da, der Schmetterling. Flotti, flotti, Herr Pallo. Guck mal, da fliegt auch noch was. Oh, das war eine Libelle, du hast sie nicht gesehen. Wo? Ja, die ist dahin geflogen. Also, Eine eine Libelle. Libelle haben wir auch gesehen. Hier. Boah, oh, Hast du du meine gesehen? Güte, ja, Den Hubschrauber. aber die kann ich nicht aufnehmen, nein. Ja. Ich kann mich daran erinnern, wie vor ein paar Jahren, untergenommen hier, mehr oder weniger mit einem Windfächer, wie nennt man das, diese Fächer, die Luftströmung machen, damit die Insekten aus meinem Gesicht wegflogen. Also so ist das nicht mehr. Bei den Kühen. Früher, da draußen bei der Kühe. Mit dem Schwanz, ja? Haben Sie die Ja, die Fliegen? waren immer Nein, aber an Fliegen, den sagen Sie. Auge, und hinten am Po, kann man so sagen. Ne? Immer Insekten darauf liegen. Und die müssen immer mit ihrem Schwanz so sehen, dass sie wegflogen. Ne? Heute gucke ich die Kühe. Und das sind genau Milchkühe wie damals auch. Die Ja, was? machen das nicht mehr, da hast du recht. Die haben gar nichts mehr. Die haben saubere Augen, die haben überhaupt nichts mehr. Entweder kriegen sie Medikamente, oder wo die Tiere einfach nicht mehr drangehen, das kann möglich sein. Oder sind einfach keine Insekten mehr da. Ach, mein Mann, der kann ja traurig sein, ne? Dass es nicht mehr so viele Insekten gibt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh. Ich könnte mir ein Leben ohne Insekten, also nicht ohne Schmetterlinge oder so was Schönes, aber ohne zum Beispiel Ameisen, könnte ich mir super gut vorstellen. Super. Und jetzt mal schnuppern. Ja, tatsächlich. Harter Duft. Ja. Total. Ganz toll. Wenn man hier lang geht, riecht man das. Ja. Aber keine Insekten. Mit Sicherheit sind hier auch Insekten, weil diese wunderschönen Blätter, die echt recht appetitlich aussehen, zum Teil schon abgeknabbert sind. Ne? Also
das ist ja natürlich eine wunderschöne Sache. Aber man merkt das nicht. Die Natur ist so stark, der kann so viel Futter zur Verfügung stellen. Hier noch eine, schön abgeknabbert. Sieht ja toll aus. Dass man alle kompensieren kann. Das ist was Schönes. Eine wunderschöne Spinne. Hier ist natürlich eine Überhand. Wobei, da sehen wir, dass auch andere Insekten untergenommen, wie wir daneben und die Ameisen so Abhilfe schaffen können. Am Straßenrand, aber Blümkes. So, ich will jetzt damit meinen Bericht abschließen. Ich weiß nicht, ob negativ oder positiv. Auf jeden Fall möchte ich mir da nachdenken, weil das mich relativ traurig macht. Und ich hoffe, dass die Insekten weiterhin in unser Leben weiter begleiten werden. Auf Wiedersehen. Tschüss.